Bowman, Nomad, womit haben wir es zu tun? Das Übliche, Nomad. Die Bordaks und Sentinel sind uns von der Feuerkraft her überlegen. Also, das könnte echt lustig werden. Den Outcasts fehlen Werkzeuge und Munition, um durchzubrechen. Ihr Ziel ist die Hauptwaffenkammer der Region. Ihr Inhalt sollte den Outcasts einen entscheidenden Vorteil verschaffen. Ich sehe mich um und plane mein Vorgehen. Ja, und damit herzlich willkommen zur Region AG Codon. Dann gehen wir mal zu diesem Aussichtspunkt und klären mal wieder ein bisschen auf. Das ist die zweite Ein-Totenkopf-Mission. Die vorletzte auf der Hauptinsel. Scharfschützen. Wir sind Scharfschützen. Gefangene. Aber keine Luftabwehr. Hätten die Outcasts einen Kampfhubschrauber, könnten sie ihnen helfen. Oh, wieder exekutierte Zivilisten. Ich verstehe das ja nicht, ne? Wir sind Zivilisten. Alle tot. Die übrigen Geiseln wurden verlegt. Die Bordaks töten sie, wenn sie merken, dass in der Waffenkammer etwas nicht stimmt. Obwohl sie sie für den Betrieb der Einrichtungen brauchen. Sie zu retten würde dem Selbstvertrauen der Outcasts helfen. Ich lasse keine Unschuldigen mehr sterben. Egal warum. Ich habe einen Helikopter gesichtet. Hier gibt es sicher noch mehr. Zerstören Sie die anderen, das verringert die Luftpatrouillen und die Outcasts könnten hinein. Prima. Ich beneide Sie nicht. Der Angriff auf die Basis wird kein Zuckerschlecken. Ebnen Sie den Weg, indem Sie sich Luftunterstützung holen oder Verstärkung aus der Luft verhindern. Ich sichere, was die Outcasts für den Angriff brauchen. Nomad out. Oder einfach wie immer alles. Ich hoffe, dass meine Stimme jetzt nicht mehr so sehr hallt. Ich habe zumindest mal ein paar Schalldämmmatten aufgehangen, was auch immer. Und ja, genau, habe ich gemacht. Wenn es immer noch zu sehr hallen sollte, hänge ich halt vor der nächsten Aufnahme dann die nächsten auf. Und immer so weiter. Bis, aber EP-Bonus. Bis es eben nicht mehr so viel halt. Dum-dum-dum-dum. Gerade mal noch schnell schauen, wie es aussieht mit Dinge herstellen. Ja, siehst du, da ist nämlich was. Und sonst haben wir alles. Prima. Wieder schön morgens, damit es auch möglichst lange Tag ist. Und dann schauen wir mal, womit wir hier beginnen. Also, wir haben erhöht die Rebellenpräsenz in der Region, entfernt Helikopterpatrouillen in der Region und fügt bei der letzten Mission am Ausrüstungsdepot Rebellenunterstützung hinzu. Da würde ich sagen, können wir die ganz einfach von oben nach unten abarbeiten, theoretisch. Schauen wir mal nach, was da so am nächsten ist. Das ist relativ weit weg. Aber die sind relativ nah. Das sind wieder so ein paar Fahrzeuge, die wir vernichten müssen. Machen wir die zuerst und dann die hier und dann zum Schluss die. Jo, so machen wir's. Gut. Was ist hier am nächsten? Der da drüben, der fährt aber auch gerade weg. Ich würde sagen, wir schauen erstmal, wo wir vielleicht einen Heli... Moment, an der Basis, die wir gerade ausgekundschaftet haben, da stand doch ein Heli, oder? Schauen wir mal, ob der bewaffnet ist. Ich habe einen Orientierungssinn wie ein Goldfisch. Wo war die Basis da? Wenn der bewaffnet ist, würde ich mir die, den Heli gerade mal schnappen gehen. Der ist bewaffnet und sogar mit Raketen. Perfekt. Dann holen wir uns den zuerst und dann können wir mit dem ganz gemütlich die Fahrzeuge in die Luft sprengen gehen. Und natürlich aufpassen. Feuer auf mein Kommando. So weit weg oder was? Oder nicht richtig getroffen? Egal.
Hoffen wir mal, dass wir jetzt nicht aus dem Wasser gesniped werden. Wäre zu schön gewesen, wenn es jetzt mal geklappt hätte. Wo ich jetzt ausnahmsweise mal dran gedacht habe, einen Voice Attack zu starten. So nämlich und bewölkt. Gar kein schönes Wetter. Da hinten ist er. Kann ich jetzt aber nicht, nicht drauf zielen. Ich sage, wir gehen einfach da hinten rein. Oder da. Also da wäre mir an für sich lieber, weil ich da direkt Sicht auf die Scharfschützen hätte. Also auf den und falls da auf dem Silo noch einer ist, aber das so wie es aussieht, keine Leiter. Und was da hoch? Geht das? Nein. Negativ. Leider nicht. Hier aber, oder? Ja. Sehr schön. Nicht vergessen, dass wir die Tarnung haben. Der wäre ganz entspannt. Schade, dass sie zerschlagen. Durchlaufen können. Ich habe echt genug von dir. So, wo ist der? Sehe nicht. Drüben. Weiß ich nicht. Vielleicht ziehe ich mich noch mal kurz zurück und schaue noch mal eben mit der Drohne, wie es denn aussieht. Reicht der Busch hier zur Tarnung? Der reicht. Okay, Spiel. Whatever you say. Feuer auf mein Kommando. Da ist keiner. Und dann darfst du schießen. Das war ein Todesschuss. Da ist keiner? Ist in dem Turm vielleicht noch einer unten drin? Das wäre womöglich. Gibt es öfters mal. Oder manchmal, besser gesagt. Sonst scheint keiner da zu sein. Oh, wir haben hier noch Tarnungspunkte. Wie viele gibt es denn hier? Lohnt sich das, dorthin zu gehen? 400. Ja, ja, die können wir mitnehmen. Ich gebe nicht an. Ich überzeuge durch Taten. Oh, da hinten ist noch ein Getarnter, habe ich gerade gesehen. Nein! So geht das, Boss. Ich habe gerade meine ganze Tarnung verballert. Da ist er. Haben gesehen. Warum war der schon getarnt? Normalerweise tarnt die sich doch erst, wenn. Ja, wenn Action ist, oder? Auch. War wirklich ziemlich gut. So, haben wir da hinten alles? Wo ist denn dieser Turm? Vorne. Ich aktiviere mal wieder die Tarnung, nur zur Sicherheit. Wenn ich hier so durchs offene Feld spaziere. Ist das hier der richtige Turm? Da oben ist ein Raketenschütze. Da hinten auch einer. Ups. Wo ist gar nichts? Solides Ding, Ghostly. Wo ist der da oben jetzt hin? Weg. Die waren da vorne, die Tarnungspunkte, oder? Wie waren die? Ach, hier! Sind dran vorbeigelaufen. Da ist der Turm, den ich gemeint habe. Alles klar.
Sag ja, ein Orientierungssinn wie ein Goldfisch. Du sollst dich nicht auf die Kiste stellen. Es ist schwer, eine Kiste zu öffnen, auf der man selbst steht. Gut, so. Okay, da haben wir ihn. Guter Schuss. Und ab geht's. Ich hätte vielleicht vorher noch schauen sollen, welcher der Helis am nächsten ist. Helis, sag ich. Welcher der LKWs am nächsten ist. 3 Kilometer, 3,5, 3,7, 4. Okay, dann ist 3 am nächsten. Nach Adam Riese. Ohne Fadenkreuz zu treffen, ist zwar nicht ganz so mein Spezialgebiet, mit dem Heli zumindest. Aber kriegen wir schon hin, hoffe ich. Solange wir nicht vorher aus der Luft geschossen werden. Feindliche Fahrzeuge. Ein Helikopter. Oh, es sind nicht nur LKW, es sind auch Helikopter. 2 Trucks und 2 Helikopter. Okay. Bei meinem Glück ist das ein Helikopter, der dann auch noch von Sams bewacht wird. Natürlich. Ich hab getroffen! Ich hab getroffen! Nice. Beim ersten Versuch. Perfekt, geil. Lustig wäre es auch, wenn man mal als als Bedingung wäre, die Fahrzeuge wirklich mit C4 zu zerstören oder so. Damit man sowas, wie ich hier gerade mache, eben nicht machen kann. So, haben wir 2 Helis weniger, das heißt, es sind nur noch die Fahrzeuge übrig, die Trucks, die auf der Straße rumfahren. Oder irgendwo im Lager stehen, wer weiß das schon. So ein Böppel, weiß ich, der war auf der Straße. Könnte natürlich auch am Straßenrand stehen, aber normalerweise fahren die da rum. Ist vielleicht nicht ganz so spannend zuzuschauen jetzt, aber... es ist, wie es ist. Aber was müssen die denn auch in der gesamten Region verteilt sein? Aber gut, ich meine, um fair zu sein, die Missionen sind vermutlich nicht darauf ausgelegt, dass man eine... Was? Dass man eine nach der anderen macht, sondern eher, dass man alle aktiviert oder so viele aktiviert, die man mag und dann halt einfach... Da ist ein Sam. Das ist ein Sam. Da ist der Generator. Jetzt nicht mehr. Gut. Ja, und dass man die dann halt so macht, wie man halt wie man halt gerade unterwegs ist. Nicht getroffen. Das gibt's doch nicht. Sag mal. Tiefer, so. Ja, scheiße. Sehr schön. Warum Nomad jetzt gesagt hat, verdammte Scheiße, weiß ich auch nicht. Vielleicht, weil ich erstmal ein paar Salven daneben geballert habe. Ich weiß auch nicht, warum in Breakpoint halt Features, die in Wildlands schon drin waren, entfernt wurden. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, konnte man bei Wildlands einstellen, dass man halt kein Fadenkreuz hat, aber das Heli-Fadenkreuz, Helikopter-Fadenkreuz konnte man separat einstellen. Juhu, bam! Nice! Das war Jagd auf die Adler. Jetzt können diese Helis nicht fliegen. Es war richtig, sie zu zerstören. Damit haben die Boraks die Lufthoheit in dieser Region verloren.
Jo, gut. Dann schauen wir mal direkt. Geiseln mit Sprengvorrichtungen. Alles klar. Das ist wo? Das ist... Wo ist das? Ganz da oben. Gut, dann machen wir dann aber Schnellreise hin, würde ich sagen. Gehen wir gerade hier an dieses Biwak. Ist ja schön in der Nähe. Machen wir einfach. So. Was ist jetzt wo? Da drüben. 400 Meter, ja. Easy going. Laden wir mal wieder nach. Also ich muss sagen, jetzt so die ersten 15 Minuten hier läuft die am Schnürchen. Kann mich nicht beschweren. Achtung, wir haben neue Gäste bei der Party. Ja, danke, Vassili. So geht das, Boss. Ganz genau so. Ins Wasser. So sieht es also aus, wenn man sich ins Wasser werfen will. Und die Animation noch relativ cool, wenn man so durch hüfthohes Wasser wartet. Unterwegs ein paar Pflänzchen einsammeln. Ich höre Gegner. Nomad hat auch Gegner gespürt. Denn dann dreht er sich automatisch um und er nimmt auch die Waffe hoch, wenn Gegner in der Nähe sind. Was haben wir hier? Ein paar Outcasts gegen Bodak kämpfen. Der ist tot. Eine Geisel. Erschossen. Die Bodaks müssen dabei sein, sie zu verlegen. Scheiße, schlechtes Zeichen. Ich muss sie finden, bevor sie hingerichtet werden. Was? Ist das eine getriggerte Mission? Die Antwort ist ja. Werden einfach immer wieder Gegner getriggert, die auch genau wissen, wo man ist. Ich hasse sowas wie die Pest. Seht ihr, wie er mich trackt? Habt ihr das gesehen, wie er mich getrackt hat? Obwohl ich getarnt war? Wie er gar nicht wusste, dass ich da bin, aber trotzdem die Granate dahin geworfen hat? Hey, schieß weiter! Ich hasse sowas. Das ist auch der Punkt, den ich am Terminator nicht mag. Obwohl es beim Terminator noch am nachvollziehbarsten ist. Weil er ja aus der Zukunft kommt und theoretisch unsere Bewegungen kennen könnte. Oder halt so total die guten Sensoren hat oder so. Aber die hier, die Lobobs vom Dienst. Also, Tarnung aktiv. Umschleichen ist hier wohl nicht. Nicht unbedingt zumindest. Seht ihr das? Seht ihr das? Der kann gar nicht wissen, dass ich hier bin. Eigentlich weiß er das gar nicht, aber irgendwie doch. Da war ein Wolf. Da hinten. Ist ja so schön, wenn die Wolves gegen die lebt. Hab ich ihn erwischt, ja. Nice, Vassili. Perfekt. Da haben wir noch einen. Oh, Alter. Das ist ein bisschen. Komm raus. Verdammt, der hat gesessen. Ich sowas hasse. Ich kann es gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich sowas hasse. Ja, die können ja ruhig wissen, dass wir hier sind, aber... Ach du Heilige. Die wissen zum Glück nichts, die gehören nicht zur Mission. Ah,
Aber... Also geht kein Risiko. Die sollten halt nicht wissen, wo ich bin immer, permanent. Wo muss ich überhaupt hin? Ich bin wahrscheinlich schon dran vorbeigelaufen. Ja, gerade jetzt, ja. Blut. Ja, komm. Hier ist eine Spur. Und da geht's weiter. Ganz genau. So. Tarnung aufladen. Gehe auf Nachtsicht. Ziemlich gut. Ich rieche das. Du riechst nichts mehr. Und da kommt wieder eine Granate. Eine unlogische. Ich hasse das so sehr. Und schon wieder. Keks. Geht mir das auf den Keks. Wie viel Zeit haben wir denn? 7,5 Minuten. Bedrohung identifizieren und ausschalten. Feind voraus. Augen und Ohren auf. Waffen bereit. Ich hoffe, die Tarnung hält lang genug durch. Hier lang. Ich gehe dann gerade hier in den Busch. Kontakt in der Umgebung. Ich brauche einen Standort. Bereithalten zum Angriff. Fischers. Okay, gut. Geh auf Tuchfühlung. Geh auf Tuchfühlung. Los jetzt, los. Wir sind nicht allein. Mach die Tarnung wieder aus. Ich komme hier nicht hoch. Komm schon. Irgendwo muss ein Minigunner sein, der auf Tuchfühlung geht. Da. Und da ist noch einer. Die Spuren führen da lang. Wir sind irgendwo da draußen. Ziemlich gut. Oh oh. Ja, könnten überall Feinde sein. Könnten. Könnten, vielleicht. So. Komm, ich mache ich noch weg. Bevor ihr mir gleich einen Rücken schießt oder so. Hallo du. Ich weiß leider nicht, ob du gepanzert bist. Ist noch einer. Ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal nachgeladen habe. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht gleich keine Munition mehr. Sehr schlecht. Zeit. 5 Minuten. Hier ist eine Spur. Und da geht's weiter. Wo geht's weiter? Da geht's weiter. Da ist eine Brücke. Wobei, eigentlich haben wir die... Wir haben das ja eigentlich schon weit genug ge... Also, wir können die Tarnung ja nass machen, oder? Ich schaue lieber mal erst nochmal nach. Ja, wir können die Tarnung nass machen und trotzdem bleibt sie aktiv. Ist das hier Tarnung? Ja. Bevor ich da durchs Wasser gehe, will ich aber erstmal, dass die Tarnung voll aufgeladen ist. Was mir ein bisschen Sorgen macht, ist, dass ich die Gegner zwar höre, aber nicht sehe. Ich sehe keinen. Genau, dass wir hier sind. Ja, das ist mir bewusst. Weißt du was? Ghost, Feuer frei. Ghost, Feuer frei. Knall sie ab. Okay.
Ich meine, ich bin ja Medic, ich habe ja die Medic-Drohne. Das heißt, jetzt gehe ich doch über die Brücke. Ziel getroffen. Das heißt, ich könnte Vasili im Falle eines Falles wiederbeleben. Vorausgesetzt, ich weiß, wo er ist. Da ist er. Vasili ist schon eine Nummer. Macht Spaß, ihm bei der Arbeit zuzuschauen. Während Fury und Fixit dauernd in den Nahkampf gehen und weggeknallt werden. Ja, versuch's doch. Da ist auch noch ein Fenster, verdammt, das ist nicht gut. Ah, Vasili ist da. Vasili wurde halt einfach immer noch nicht entdeckt, der Wahnsinn. Schnapp ich mir den mal. Ach, der. Ich dachte, da steht ein Gegner. Okay, dann halt doch nicht. Ich dachte, der wäre da in Deckung gegangen. Tarnung reicht nicht bis rüber. Die Actionmusik hat allerdings aufgehört und ich höre Stimmen nur noch von da hinten. Ich glaube, Vasili hat sie alle erwischt. Darüber. Ich bin ein bisschen angsterfüllt. Wie viel Zeit? Oh, 2 Minuten, das ist nicht mehr viel. Das ist nicht mehr viel. Ich hoffe, die Schnipseljagd hier ist jetzt vorbei. Hier lang. Oh, noch 3 Punkte in 2 Minuten. Ich renne jetzt einfach. Wenn ich sterbe, dann war's das eh. Ja, untersuch doch. Die gleichen Bomben haben die Borax schon vor Monaten eingesetzt. Ich muss sie entschärfen. Und zwar schnell. Am besten, indem man drauf schießt. Nee. Die Bomben kennt man, wenn man Episode 3 bereits gespielt hat. Wir können nicht weg. Die Platten sind an eine Bombe angeschlossen. Das habe ich erledigt, keine Sorge. Ihr könnt. Ja, was wir hier im Let's Play noch nicht gemacht haben. Episode 3. Voll getroffen. Die ist ja nach Motherlands dann dran. Ich habe die Bombe gerade noch rechtzeitig entschärft. Noch eine. Sie müssen schleunigst hier weg. Wirklich? Na gut, noch eine Minute. Easy. Fuck. Diese Bollacks wollten uns wirklich in die Luft jagen. Schon gut, jetzt ist es sicher. Hauen Sie ab. Woher hat die unsere Funkfrequenz? Bestimmt von dem Mädel. Abby oder wie die hieß. Sie sind jetzt sicher. Finden Sie die Outposts. Sie kämpfen für Auroras Freiheit. Bam. Sehr schön. So, das hier wäre die letzte Mission, aber die machen wir noch nicht. Wir gehen jetzt erstmal noch die letzte Destabilisierungsmission an. Die ist genau wo? Oh, da ist noch was zum Einsammeln. Oh nein, zum Einsammeln. Egal. 5 Kilometer. Das ist ein bisschen weit. Ach, da hinten auf der anderen Insel haben wir da... Ist kein Biwak in der Nähe. Och, Alter, nee. Da ist ein Biwak. Da könnte... Ach, das ist das Ding. Weißt du was, ich gehe einfach wieder... Ach nee, das ist ja da dann die Mission, Mann. Wo kriegen wir denn ein Fahrzeug? Eine Dingens her. Ein Heli. Fork. Naja. Ich gehe einfach dahin. Ach, ich bin noch im Kampf, ich kann gar nicht.
Und dann muss ich wohl warten. Team zu mir. Ziel getroffen. Bei mir sammeln. Gebiet gesichert. Okay. Perfekt. Wobei, dann kann ich... Oh, Gebiet gesichert heißt, wir sind außerhalb vom Kampf? Ja, gut. Okay, wollte gerade sagen, da kann ich ja noch das Ding einsammeln gehen, aber wenn wir jetzt nicht mehr im Kampf sind... Da war der eine Heli und da war der andere Heli. Vielleicht ist da ja noch irgendwie ein Heli, den man klauen kann. Und ich glaube, die Helis, die man zerstören sollte, kann man, glaube ich, nicht klauen. Kurz Munition auffüllen und dann schauen wir mal. So, die ist hinter uns. Oder gibt es dann, ja gut, es gibt ein Boot. Das ist jetzt nicht gerade das Schnellste. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das Fahrzeuglieferungssystem bei Wildlands um einiges besser. Na guck, hier dreht sich die Schiffsschraube. Also die Schraube unten am Motor. Da konnte man sich dann... Ich weiß gar nicht, konnte man sich Boote liefern lassen? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall Helis und Flugzeuge. Ich bin hier in Breakpoint so selten Flugzeug geflogen, weil es halt einfach kaum Flugzeuge gibt. Und man kann sich am Biwak auch kein Flugzeug rufen. So, ich steige jetzt erstmal kurz aus. Ich hoffe, hier ist flach. Nicht flach genug. Einfach nur, um mal kurz zu schauen, ob da ein Heli ist. Ein Heli gibt es hier scheinbar nicht, so wie es aussieht. Ist das ein Heli? Nee. Da gibt es aber ein schnelleres Boot. Schnappen wir uns eben das. Ist das dein Ernst? Nomad! Du, oh mein Gott, du sollst da hinten hin. Da, wo ich eh gedrückt habe, sollst du hin. So, das kann jetzt ein bisschen dauern. Aber wie gesagt, da hinten ist ja ein schnelleres Boot. Dann geht das Ganze ein bisschen schneller. Warum ist auf dieser anderen Insel eigentlich kein Biwak? Voll die Schweinerei. Schade, ich wollte hochfahren. So, dann gehen wir hier rein. Komm, Vasili, einmal ans Geschütz, bitte. Oh, sorry, Vasili. Flupp, da hat er sich reingebeamt. Oh Gott, oh Gott. Oh oh. Gut, gut. Hauptsache wir haben ein Boot. Weißt du was? Ich glaube, ich schneide das raus. So, und da sind wir jetzt. Und mir ist unterwegs aufgefallen, dass das Boot hier irgendwie gar keine richtige Textur hat. Wenn du mal schaust, hier der Rettungsring ist grau, Motor grau, alles grau. Hier die Benzinkanister grau, einfach alles grau. Gut, hier die Scheibe ist blau, hier die Armaturen sind auch, ne, aber auch das Lenkrad und so, aber alles, was irgendwie fest am Boot ist und nicht beweglich ist, wobei ich weiß gar nicht, ob das Zeug da beweglich ist, ich glaube, das Boot hat einfach keine Textur. Müsste man mal schauen bei einem Boot, also bei so einem Boot, dass das, genau. Was müssen wir hier eigentlich machen?
Helikopter klauen. Ach so. Irgendwo hier gibt es einen Heli, den wir klauen sollen. Upsala. Da ist ein Heli. Mit diesem Heli können die Outcasts die Region zurückerobern. Haben wir nicht da hinten einen Heli? Nee, das war eine andere Basis. Das war die andere Basis auf der anderen Insel. Der Hauptinsel. Und der Heli ist ja direkt da vorne. Da gäbe es eventuelle Outcast-Unterstützung. Minen! Herr Mine und Frau Mine. Oh, ich hasse dieses Piepsen. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Okay. Wenn da jemand drin ist, ist da jemand drin? Ich schalte auf Nachtsicht um. Eine Person. Lassen wir mal drin, der wird sonst gesprengt. Das sind nämlich überall Minen. Ich aktiviere mal die Tarnung. Oh Gott, das sind auch überall Minen. Oh Gott, wie ich das hasse. Da vorne. Zum Glück lösen die KI-Kameraden keine Minen aus. So, da lade ich nochmal die Tarnung auf und dann können wir uns den Heli klauen. Ist da oben ein Scharfschütze? Nein, Raketenschütze. Ich krieg den von hier aus nicht. Er läuft nach rechts. Ich sehe aber, ich krieg den so nicht. Haben. So, die beruhigen sich jetzt ja nicht mehr. Nichts Verdächtiges gesehen. Komm, gib nicht so an. Bitte geschützt und mach mich nicht platt. Wissen, wie man oh, Gott. Ding fliegt. Oh Gott, oh Gott, da ist ein Anti-Dingens. Eine Flak. Ihr wisst schon. Oh Gott. Ach, so. Nice. Ich weiß, ich habe nicht auf Vasili gewartet, aber das konnte ich jetzt wirklich beim besten Willen nicht. Oh, ja. Gut. Aber es ist echt. Wurden wir in dieser ganzen Folge überhaupt schon einmal entdeckt? Ja, eben beim Boot klauen, ne? Aber ansonsten wurden wir noch nicht entdeckt. Und das Boot klauen, das zählt ja nicht. Das war ja, habe ich ja eh nicht auf Stealth gespielt. Ich wollte nur das Boot haben. Cool. Läuft echt gut. Läuft echt gut. Das hier ist doch der Ort, den man, ja, das ist der Ort, den man in dem, ich glaube in dem einen Trailer, also im Trailer gesehen hat. Hier sind die Ghosts gelandet mit Bowman und da stand Harui. Und da hinten sind diese Felder, wo es aussieht, als hätten da mal Gebäude stehen sollen. Wo ja spekuliert wurde, dass da dann, und da hinten auch, dass das hier so eine Art Hub-Dingens wird, weil Erewhon ja zu ist. Ähnlich wie bei Assassin's Creed Valhalla, wo man dann das Dorf hier hätte können aufbauen oder so. Wäre cool gewesen, hätte ich gefeiert. Aber gut. So geht's auch. Das ist nicht recht zu steuern. Bam. Ich hoffe, die Outcasts kriegen das hin. Sehr schön. Dann können wir jetzt die Hauptmission angehen. Neutralisieren Sie alle Gegner. Gar kein Problem. Dann gehen wir zu diesem Biwak und dann schwimmen wir rüber. So. Alle Gegner neutralisieren. Habe ich viel Munition verbraucht? Ich glaube nicht, ne? Brauchen wir nicht.
Ja. Steht nicht zufällig ein Boot rum oder so? Immer schneller drüben wäre. Nö, kein Boot. Alles klar, dann schwimmen wir wieder. Gehen wir genauso rein wie eben. Also am Anfang der Folge. In der ersten Mission. Beziehungsweise als wir den Heli geklaut haben für die erste Mission. Und dann machen wir die einfach alle platt. Bam. Ist immer so ein bisschen uninspiriert, einfach alle Gegner zu töten. Ist eigentlich mehr so Far Cry-Style. Alle Gegner töten, um einen Außenposten einzunehmen, aber gut. Da kann man auch mal die Sau rauslassen. Vorausgesetzt, man stirbt nicht direkt. Ja, ja. Chill. So, ich habe da schon jemanden husten gehört. Guter Schuss. Naja. Sind ein paar mehr Gegner als eben. Oh, eine Kiste. I kissed a girl. And I liked it very much. Tarnung aktiviert. Hallo, was sehen wir? Steht jetzt einer da oben? Das werden wir spätestens erfahren, wenn wir von dort beschossen werden. Ist auch alles ruhig. Ich habe neue Kugeln für die Langwaffe, also gib Bescheid. Jo. So geht das, Boss. Schön. Kann derjenige, der deinen Körper lootet, neue Kugeln für die Langwaffe haben? Moment, der Heli, ist der auch wieder bewaffnet? Das wäre ja lustig. Ja, wieder genauso bewaffnet wie vorher. Dann schauen wir gerade, ob da noch irgendwo Scharfschützen sind. Ist der Turm? Der andere? Da. Keine Scharfschützen. Was nur der eine? Da noch ein Raketenschütze. Oh, genauso wie eben. Gut, dann. Da hat er mich ganz schön erschreckt gerade. So erschreckt, dass ich die Finger von der, also die Hand von der Maus genommen habe. Aber zum Glück hatte ich noch die linke Hand an der Tastatur, sodass ich schnell F drücken konnte. Wo läuft das denn? Wo läuft das denn? Ja, wo läuft das denn? Hallo, du? Na? Alles klar? Ich dachte gerade, ich hätte eine getarnte Einheit gehört. Da hinten steht auf jeden Fall eine. Oh, hallo. Stratege. Moment mal, hab ich überhaupt? Ich bewege mich so langsam. Nee, da nicht. Wie ging das noch? Waffenmeisterstufen, genau da. Nein, siehste, habe ich nämlich nicht geändert. Wir spielen doch jetzt MP. Hab mich gerade schon gewundert, warum ich mich so langsam bewege. Fällt mir jetzt am Ende, also gegen Ende der zweiten Folge auf.
Gegner. Was war das? Oh shit. Seltsam. Ich sehe mir das mal an. Ja, geh dir das mal anschauen. Ich komme mit. Man weiß ja nie. Ich sehe mich mal um. Ich habe ihn erwischt, okay. Aber mein Tarnung ist dahin. Schalte auf Nachtsicht. Komm, gib nicht so an. Unser gesamtes elektronisches Sicherheitssystem wird mit diesen Skill-Generatoren betrieben. Nice. Ohne Tarnung. Schau mal, ohne Hände. Boom. Nein, das ist nicht unsynchron, sondern ich habe einfach nur eine Sekunde zu früh Boom gesagt. Bevor ich abgedrückt habe. Ja, genau, so würde ich das auch sehen. Wow. Und schießt man nicht mit Mörser hier, das ist unfair. Ich habe auch keinen Mörser. Also nicht aktiv. Den Rest machen wir mit dem Heli. Ich meine, wenn wir entdeckt werden, kommen ja eh die Outcasts zur Unterstützung, ne? Boom! Ich glaube nicht, dass er das überlebt hat. Wo haben wir denn noch Gegner? Wo ist denn überhaupt Vasili? Vasili, kommst du? Da ist er ja. Kann ich ihm hier ein Feuer? Achso, stimmt. Mit F. Schießt da noch eine getarnte Einheit. Das war kein Feind. Ich wollte auch den Gefangenen da drin nicht zerstören. Das hier ist die Outcast-Unterstützung. Bams. Habe ich den oder habe ich ihn nicht? Ich glaube nicht, dass da noch einer lebt. wo zielt Vasili denn hin? Da unten hin. Da unten ist also noch einer. Immer noch? Vasili? Jetzt zielt er auf die Outcasts. Er zielt auf die Outcast-Helis, oder? Und ich muss sagen, die Outcasts sind relativ nutzlos. Im Gegensatz zu Vasili. Oh komm, ich nehme mir mal die Kiste hier. Wenn die Outcasts geben mir ja Rückendeckung. Und Vasili auch. Die entspannen sich, denken wohl, wir wären weg. Na toll. Die sollen sich nicht entspannen. Yeah, das war's. Stargast bereit für die Outcasts. Bam. Bowman, Ito, hier ist Nomad. Waffenkammer gesichert. Gut gemacht, Nomad. Nun haben die Outcasts die Ausrüstung, die sie gegen die Bordax und Sentinel brauchen. Jetzt können meine Leute sie von Aurora vertreiben. Aber das Inventar beunruhigt mich. Die Bordax haben ballistisches Gerät beschlagnahmt, das nicht hier ist. Das wirkt wie eine taktische Operation, bei der viele Militärressourcen schon verteilt wurden. Was Sie auch planen, ich finde es heraus. Ich priorisiere die Nachforschungen zum Inventarverzeichnis, um das ballistische Gerät zu finden. Das darf nicht unter unserem Radar bleiben. Verstanden. Nomad out. Nice. Und ja, damit haben wir die Region AG Godon abgeschlossen. Dann ja, wünsche ich dir noch einen schönen Resttag. Bis zum nächsten Mal, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.